Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu The Ultimate Trial. Es geht wieder weiter. Ich habe vor, ein paar Änderungen vorzunehmen, denn ich habe auch eine Umfrage gestartet auf meinem Kanal. Es gab nämlich einen schönen Kommentar und da wurde so der Vorschlag gemacht, dass wir einfach immer beide Räder gleichzeitig drehen, wenn wir eine Prüfung betreten. Und deswegen habe ich dieses Kommentar einfach mal genommen und habe es auf dem Kanal gepackt, habe eine Umfrage draus gemacht. Ihr habt das relativ gut gewotet so und habe da auch noch ein paar andere Bedingungen noch mit dazu gesetzt, nämlich dass quasi das auch nur für die Prüfungen und für die Arena gilt. Und alles andere sind quasi Nebenquests und für Nebenquests würden wir dann einen Standard haben, dass wir dort auf Schwierigkeitsgrad Mittel spielen. Und eben die Strafe des Todes, die ja dann, ja, nicht mehr die Strafe des Todes ist, ausblenden. Das heißt, Minispiele werden von der Strafe des Todes nicht betroffen und werden immer auf Schwierigkeitsgrad Mittel gespielt. Das habt ihr relativ gut hochgevotet und war da quasi, ja, so 80 zu 20 etwa seid ihr dafür, dass wir das so machen werden. Deswegen, ich werde das jetzt so umsetzen. Wir werden gleich eine neue Prüfung betreten. Also switche ich mal rüber auf unser Rad. Und wir werden als erstes mal mit dem Rad des Schicksals interagieren. Ich weiß, wir hatten, glaube ich, im letzten Part erst wieder gedreht gehabt. Oh, ja, leicht. Das ist gut, Leute. Das ist sehr gut. Und dann nehmen wir nochmal das Rad des Todes. Das drehen wir auch nochmal. Wir machen einfach mal auf gut Glück. So. Was? Oh, keine Schultertasten. Genau, dadurch haben wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Abwechslung. Ich denke, das ist vielleicht so für euch alle ganz cool. Und ich bin jetzt schon total, habe jetzt schon total Bock drauf, ohne Schultertasten da drinne rumzurennen. Haha. Okay. Ah, wir haben nicht mehr viele Pfeile, ne? Egal, wir haben ja den hier. Okay, ohne Schultertasten, let's go. Könnte eklig sein. Vor allem... okay, ist nicht ganz so schlimm. Ich finde halt... Wir sollten jetzt wirklich anfangen zu sparen auf die neuen Schwerter. Ich finde es halt immer noch blöd, dass wir im Schwierigkeitsgrad leicht jetzt unterwegs sind und schon wieder so eine Kackstrafe haben. Also Schultertasten ist echt so, weißt du, so eine richtige Kackstrafe. Egal, wir werden es trotzdem versuchen, mit aller Macht zu lösen hier. Ich glaube, wenn ich hier mit dem Hammer auf den Boden hau, geht das sogar relativ schneller, ne? So. Ich habe immer noch diese blöde Magie-Potion. Das nervt mich. Ja, okay. Hier halt nicht. Ich werfe einfach mal auf gut Glück. Yay. Ich habe ihn getroffen. So. Ich hasse es. Also Schultertasten, keine Schultertasten, schlimmste Strafe. Ist wirklich die schlimmste Strafe. Du kannst nicht blocken, du kannst nicht anvisieren. Nix geht da. Sag mal. Kann man das jetzt mal auf die Ketten, dass ich den treffe? Ich glaube, ich mache es mit dem Kettenbumerang. Ne, das ist nicht der Kettenbumerang. Hallo, so. So, jetzt aber. Zack. Ah. Ja, Leute, ich bin schon wieder total genervt davon. Also die Strafe ist eklig. Egal. Wir nehmen es jetzt einfach mal so dahin, dass wir sagen, wir farmen halt Geld, ne? Oh, shit. Boah, wie schlecht war das denn? Hier habe ich auch noch nicht so eine richtig gute Lösung gefunden, wie ich den am besten mache. Manchmal schaffe ich den echt gut. Aber manchmal auch gar nicht, ne? Okay, warte.
Schon wieder einen Treffer kassiert. Mann, warum bin ich so schlecht gerade? Ist die erste Runde wieder. Neue Aufnahmesession. Das könnte der Grund sein. Die ganze Zeit war ich voll gut unterwegs. Naja. Ich glaube, das wird ein kurzer Run. Ja, vor allem, wenn ich das schon wieder mache. Okay, das war gut. Ich habe keine Ahnung. Natürlich alle falsch. Okay, jetzt aber. Komm schon. Okay, er hat sich gedreht. Der langwierigste Gegner wieder mal. Oh, ich hab keine Ahnung, der hier? Jo. Ba, 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 ba. Jo. Mein Freund. Ba, ba, ba. Hey, hey, hey. Was ist da los? Naja, da war ja was. Komm her, du toter Typ. Ja, das war einfach wieder eine schlechte Runde, ne? Muss man halt dazu sagen. In Kombination mit Schultertasten. Bullshit. Aber ist nun mal so. So. So, ich weiß gar nicht. Wie treffe ich die denn am besten? Kann man die mit Dekonüssen zufällig stunnen? Jo. Ey, wie viele Schläge brauche ich für die? Was? Hä? Hallo? Normalerweise sind die mit einer Sprungattacke weg, aber so brauche ich 4 Schläge. 5? 5 Schläge? Hä, warum? War das schon immer so dämlich? What the heck? Also ich brauche ganz dringend einen Angriffsboost, ganz ehrlich. Ganz, ganz dringend. Ja, ich weiß halt nicht. Seid ihr auch dafür, dass wir auf das Schwert sparen? Ich bin halt ehrlich gesagt sehr dafür. Weil ich glaube, mit neuer Angriffskraft, höherer Reichweite kommen wir hier wesentlich besser voran. Die backen auch irgendwie die Viecher. Boah, ja, den habe ich gar nicht mehr gesehen. Geil. Natürlich, meine Tunik ist wieder gegangen. Was soll denn der Scheiß hier? Ist halt kacke, dass der die nicht wieder droppen lässt, ne? Ah, super ärgerlich. Okay, warte, dann nehme ich meinen Hammer auf jeden Fall. Du-du-du-du. Ah, ihr wolltet auch mal, ich erinnere mich gerade, dass ich mal mit den Eisenstiefeln in den See gehe, ne? In der Mitte. Das ist mir gerade eingefallen. Ich hoffe, ich erinnere mich nach dem Run noch dran.
Dann werden wir das gleich mal tun. Und weg damit. Okay, hätte man das abgeschlossen, jetzt kommt's. Oh, ja. Vielleicht sollte ich mir auch mal den Teleporter kaufen. Ich weiß gar nicht. So, was los? Okay. Keine Ahnung, was er mir sagen wollte. Oh. Bessere Bombentasche. 40 Bomben für 100 Rubine. Boah, ja, schon cool, aber... Mann, ich will doch erstmal eine bessere Waffe. Später, okay? Später. Erstmal bessere Waffe haben. So, jetzt kommt das Kack-Eis-Level. Ich hasse das Eis-Level. Wusstet ihr, dass ich das Eis-Level hasse? Okay. So. Sehr gut. Sehr gut. Das war doch smart. Smart gelöst. So. Und da hinten ist noch einer. Beautiful. Oh ja, Money, Leute. Shit. Wie viel gibt der? Wie viel war das? Auf jeden Fall gut. 200 Rubine, Alter. Ja, wir sind unserem Ziel viel näher gekommen. Wie viel hat das gekostet? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, genau. Vielleicht zweimal eingefroren. Oh nein. Na, egal. 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 200 Rubine ist nice. Ganz ehrlich, ohne Sprungattacke ist der halt echt schon so ein kleiner Endboss, ne? Junge! Und jetzt geht's hier auch nicht rum. Dreht er sich nur um, wenn ich ihn anvisiere? Wieder ganz merkwürdig. Ist auch so eine schlechte Runde dafür, dass es auf leicht ist, ne? Das ist... Ah, es tut mir im Herzen weh, Leute. Sorry. So, das wird jetzt halt auch eklig, weil die Tunika weg ist. Ist quasi doppelt scheiße. Aber gut, das geht schon. Ist, glaube ich, nur ein Level mit Wasser, ne? Also unter Wasser. So. Das geht ja klar. So. Also auf jeden Fall geil, dass wir mega Glück hatten mit dem Typi. So, das ist... Ah, das wird mein Nemesis jetzt hier. Weil... Die Typen hier... Da muss man sich echt beeilen. Okay, hat aber geklappt. Schön. Ja, es wäre cool, wenn wir noch die 500 Rubine kriegen würden. Dass ich mir vielleicht das Schwert kaufen kann. Ich glaube, es hat doch 500 Rubine gekostet, oder? Das krasse Schwert. Mal gucken, ob wir das auf die Ketten kriegen. So, jetzt kommt er hier wieder. Ah, ne. Ich nehme Deko-Nüsse, glaube ich. Okay.
geht am besten mit Deku-Nüssen. Jo, das hätten wir schon. Geil. Geld. So, weiter geht's. Wir haben schon wieder die nächste Etappe erreicht. Da kommt doch jetzt auch wieder... Jo, mehr Geld. 444. Ah, schaffen wir die 500 noch, Leute? Würde mich super freuen. 43 Rubine brauchen wir noch. Erstmal einen Schluck Kaffee. Energie. Ich werde, glaube ich, allgemein vielleicht diese Folgen hier etwas länger machen. Das ist vielleicht gar keine so schlechte Idee. Wenn wir das alles im Allgemeinen etwas länger machen. Ja! Machst du denn klar mit mir? Weil sonst passiert ja nichts, ne? In einer Folge. Mann! Okay, Bomben, Bomben, Bomben. Wir müssten allgemein auch unsere Items einfach mal wieder ein bisschen aufwerten. Oh. Tut mir leid, ich habe eine Schultertaste gedrückt. Aber eigentlich wollte ich das machen. So. Wir auch aktuell gar kein Geld bekommen, ne? Wahnsinn. Okay. Die Typen. Okay, das war geil. Das war sehr geil. Wie mache ich die jetzt? Ich habe keine Schultertaste. Das ist halt das Ärgerliche. Ja. Das heißt, ich kann halt keine Sprungattacke machen. Deswegen würde ich einfach den machen vielleicht. Okay. Das war doch nicht schlecht, Leute. Das war doch nicht schlecht. So, dann haben wir hier einen Haufen Fledermäuse. Natürlich krieg ich wieder... Ja, ich bin auch doof. Ich habe das gar nicht auf leicht gestellt, ne? Ich bin ja sowas von hohl. Ja, natürlich kriege ich mehr Schaden. Ah, ja, weil ich Glücksrad drehe, stellt sich das Spiel automatisch auf leicht ein, genau. Ja. Leute, ich würde sagen, Fairness halber machen wir die nächste Runde einfach auf leicht. Ist das okay für euch? Ich habe es komplett vermasselt. Fairness halber machen wir das mal. Ich hoffe, das ist für euch okay so. So, und weiter geht's. Nee! Geh weg! La. Ja, ist ja nicht gespawnt. So, jetzt. Du-du-du-du-du. Das ist so ein Scheißvieh, ey. Mir gibt nicht mal Geld, hä? Nicht mal Geld gibt er mir. Oh, schon die nächste Etage erreicht. Ja, nice. Oh. So. Wir machen das jetzt so. Ich muss mir halt die Tunika theoretisch wieder kaufen. Theoretisch. Ich werde den erst ganz außen machen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Oh ja, 20 Rubine. Sehr schön. Das war gut. Nee, nee. Ja, das war's. Nee, war's noch nicht. Oh, Gott sei Dank. Ja, wir haben die 500 Rubine. Das heißt, wir können uns das gute Schwert kaufen. Super cool.
So, war's das schon? Ah, jetzt kommt er noch, okay. Nochmal 20 Rubine. Hey, cool. Läuft ja. So, aber hier in der Mitte war Paul Heinz noch irgendwie, ne? Ja, okay. Das war's dann wohl. Boah, cooles Bild, oder? Der sieht ja geil aus. Das könnte man fast als Thumbnail nehmen. Nice. Okay, 524 Rubine, Leute. Und, sorry, ich mach das jetzt, ja? Also, ganz ehrlich, ich habe das voll vergessen. Das habe ich mir jetzt verdient. Das habe ich mir jetzt einfach verdient. So, wir kaufen uns ein neues Schwert. Ich bin gehypt. Und wir drehen jetzt nur das Rad des Todes. Also jetzt ist es normal, dass wir das Rad des Todes drehen, wenn wir in die nächste Runde reingehen. Klar, wir sind ja auch gestorben. Aber wenn wir jetzt nicht gestorben wären und geflohen wären oder etc. Ich kaufe mir das jetzt, oder? Hedge Sword? Ich weiß nicht. Ich nehme das. Das sieht auch cool aus. The Razor Longsword. This sword is so heavy that it inflicts extra damage. But you have to carry it with two hands. Okay, also wir haben... Es ist so schwer, dass es krasseren Schaden macht, aber... Zwei Hand, ne? Zwei Hand Schwert. Jawoll. Das sieht schon nice aus. Ich würde mir das Mittelding auch noch kaufen, irgendwann. Aber jetzt haben wir erstmal das Bessere. Boah, geil. Ja. Jetzt kann es ja nur noch besser werden, oder? So, easy. Leute, ich habe jetzt als Ziel... Die nächste Runde, in der nächsten Runde das Ding durchzuzocken hier. Das habe ich wirklich. Die nächste Runde findet aber erst im nächsten Part statt. Ich würde aber trotzdem noch nicht aufhören. Ich würde nochmal ganz kurz, weil ihr mir den Hinweis gegeben habt, hier in die Mitte mal reinspringen. Ich soll da mal tauchen, habt ihr gesagt. Guck mal. So, wir haben hier ein Tor. Aber ich glaube, hier ist nichts, oder? Vielleicht für später. Hier passiert leider gerade nichts. Man wusste jetzt aber auch nicht, ob es ein Hinweis war oder ob es einfach eine Frage war, ob ich da mal reinspringen kann, um zu gucken, ob da irgendwas ist. Aber leider ist aktuell da nichts. Gehe ich zumindest davon aus. So, ja, wir haben das krasse Schwert, Leute. Wir haben das krasse Schwert. Höhere Reichweite. Viele schöne neue Dinge. Ich würde, glaube ich, nochmal kurz... Warte mal. Ich will mal kurz gucken, ob ich von dem Typen, der die Monster zählt, vielleicht noch ein bisschen Geld bekommen kann. Und... Ja, dass wir dann vielleicht... Weiß nicht. Vielleicht noch ein bisschen uns aufrüsten können, aber nee, da gibt gerade nichts. Nochmal mein Schwert angucken. Brauch noch ein Thumbnail. Ne? Mit unserem neuen Schwert. Sieht schon geil aus. Hat was. Sehr schön. Okay. Leute, ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid fein mit diesen neuen Regelungen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der nächste Part jetzt endlich mal Veränderungen bringt. Theoretisch können wir jetzt nochmal kurz das Rad des Todes drehen. Damit wir schon mal die Strafe für den nächsten Part haben. Seid da noch mit dabei. Zack. Zack. Komm, irgendwas Gutes. Ne, gibt's nicht. Ich habe das übrigens mal angepasst. Grün, ne? Wir haben einen Part, Leute. Wir dürfen komplett auf leicht mit ohne Strafe, ja. Das Trial starten. Das ist ja sowas von gut. Okay, nächste Runde, Leute. Nächste Runde machen wir's. Ich verspreche es euch. Nächste Runde ist es soweit. Bis zum nächsten Mal. Euer Zelda-Junge. Tschüssi.